Guten Tag, liebe Leute, hier bei einem neuen Ranked. Ich spiele Udyr auf, ich glaube, Phoenix. Man sieht ihn ja oft wieder mal als Tiger Udyr. Mir gefällt aber der Phoenix Udyr einfach immer noch besser. Keine Gnade für die Ist auf dem Elo, finde ich, immer noch besser. Gewordet. Dieses Ja, die haben Fest Dirk gewordet. war einer Vasallen. Ja, haben sie auch. Und da ist eine Falle. Unser Zorn ist Ich weiß unkontrollierbar. nicht, was Leona da versucht. Aber wenn Katja ja Kills bekommt am Anfang, ist das nicht gut. Ich will ja eigentlich auch nicht im Gelden, weil Ludia am Anfang zu schwach ist. Die Vasallen sind erschienen. Naja. Habe ich zu erzählen? Nee, Udyr eben. Ich werde ihn auf Phoenix Udyr zu spielen, so wie ich ihn auch gewohnt bin zu spielen. Dies ist Und dann aber quasi in Phoenix zuerst ausbauen. Und dann werde ich wahrscheinlich den Turtle hochmaxen. Einfach weil das meiner Meinung nach besser ist. unser Zorn ist Wie viel mir mehr bringt, den Turtle hoch zu maxen. Merkt, es ist nicht ganz so einfach hier mit dem Phoenix Udyr. Um durchzukommen, der hat das easy going, easy life. Jetzt ist es ein bisschen pain in the ass. Nee, so schlimm ist es nicht, aber ist einfach nicht mehr das easy. Jo, ich gank mal ein bisschen, ich laufe mal ein bisschen durch und fahre meine Stacks nebenbei. Das ist einfach nicht mehr. Und auch schwer, ziemlich schwer irgendwie noch zu ganken, finde ich. Das geht mit der Zeit, geht's. Ich habe jetzt auch Glück, dass ich einen Maokai im gegnerischen Jungle habe. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Lee Sin wäre, dann hätte ich echt Probleme gehabt, denke ich. Einfach weil es so gewisse Champs gibt, die halt echt Pain sind in Udyr. Zum Beispiel ein Maokai. Ist ganz okay. Wie schnell die Krabbe geht mit Udyr. Nice. Oh, die haben wir, glaube ich. Okay, aber Flash gezogen. Das ist schon mal Wurf. Mal schauen. Kann ich gleich nochmal kommen. Ein bisschen engaged, dann komme ich gleich nochmal rum. Tut er nicht. Ja, das wird fast Platz sein. Nice. Mama zahlt sich das Warten echt aus. In dem Fall war das jetzt sehr nice, dass ich gewartet habe. Hab dadurch sie immer zum Engagen gebracht und dann so einen Kill rausholen. Wie gesagt, ich werde den Phoenix maxen. Vertraut auf euren Und schauen. Instinkt. Raufhauen hier mit dem. Und gucken. Ist gut, passt. Oh, Kaputt.
aus. Das war Overextended von Leona. Es hätte rausgehen sollen, wir haben den Fight gewonnen eigentlich. Also den Trade war für uns, auf unserer Seite. Und selbst dann Overextended ging nochmal rein. War nicht nötig gewesen. Was haben wir denn? Ich hole mir dann das rote Trinket. Also Trinket, das rote Jungle Item. Und dann hole ich mir hier noch ein Saphir. Ne. Gehe ich auf First Sheen? Ja, ich gehe First Sheen. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich First Sheen gehen soll. Oder ob ich, wie heißt es denn? Eifer heißt auf Deutsch gehen soll. Ich denke, ich werde auf dem Schienen gehen. Alter, ich kann auch nicht überall sein. Aber wird nicht, glaube ich, nicht allzu viel Chancen haben. Botlane stirbt, denke ich. Dann ist es doch nicht weg. Nice. Aber das war doch ziemlich easy, eigentlich. Ich habe gedacht, der hätte sich mehr... Jo. Will ich eigentlich gar nicht. Will ja die Drache machen. Die Drache. Die Krabbe machen. Hat die keine Map-Awareness, oder? Vielleicht kann sie ihn baiten. Wenn der Bait gut kommt, dann können wir gleich nochmal was machen. Jetzt mal. Wenn ich zu deren ihren Rip-Buff gehen, mal ein bisschen invaden. Das sollte ja gleich ab sein, wenn ich. Wenn ich kann, noch nicht, schade. Ja, lass den noch ein bisschen pushen, dann helfe ich dir. Der Redbuff mache ich auch was von dem. Ich noch nicht viel zu. Okay, so. Der Minion-Block des Todes. Oh, Alter, Falter. Oh, der macht so viel Damage. Und ich mache noch nicht genug Damage. Das Damage. Oh, das ist so stupid. Wir hätten nicht engagieren sollen. Eigentlich. Naja. Aber. Bin auch einigermaßen gut gelaufen, oder nicht? Wir haben einen Kill bekommen, also respektive Riven hat einen Kill bekommen. Keine Gnade für die Schwachen. Und mal schauen. Wieder ein bisschen Jungle. Jetzt mal den Jungle clearen. Habe ich ja jetzt gar nicht gemacht eigentlich. Aber man kommt eigentlich von dem her immer noch ziemlich gut durch den Jungle durch. Weniger. Ja, komm schon. Komm schon. Stirbt er? Jawohl. Unsere Instinkte sind messerscharf. Ich hab zwar geflasht, aber totally worth. Jetzt hier noch die Wölfe. Ja, ich werde nicht nochmal Toplane gehen, aber das schaffe ich glaube ich nicht. Noch nicht. Dann, ich überlege mir jetzt, was ich mir nächste Seiten kaufe. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal ein bisschen mehr. Ein bisschen damage-lastiger ernten können.
Mitleider sind immer so greedy. Wollen dann auch noch alles haben. Oh, komm ich da irgendwie ran? Ah, ja, ich. Danke, ich sehe ihn auch. Ja, ich sterbe. Fuck! Oh, wenn Victor mitgefollowt, hätten wir 2 Kills bekommen. Shit. Returned. Ah, oh, schade. Die sind einfach mit gut mitgelaufen. Und das hat uns das Genick gebrochen dort. Und Botlin ist einfach heftig am Fliegen. Das ist so schade, dass Botlin so verliert. Das lass man nicht machen, bitte. Ich kann nur hoffen. Ja, das habe ich fast gedacht. Haben wir eine Ward hier? Sieht fast aus, als hätten sie eine Ward. Würde sie nicht so defensiv spielen. Lauf hin! Lauf doch dort! Oh, Alter! Lauf doch dorthin! Läuft er nicht hier in den Busch? Oh, schade. Oh, das. Ja, das war eine schöne Q. Ja, dann geh weg, Alter! Oh, nice! Good job! Sehr schön gemacht. Raven stirbt schon wieder gegen Nasus, der hat 174,6. Das ist ziemlich bad, dass Raven gegen Nasus verliert, wenn ich gar nicht stacken kann. Also der stackt eigentlich nicht gut. Also Minute 13, 183 Stacks ist eigentlich nicht gut für Nasus. Es war. Geht doch. Geht doch! Dacht schon, ihr beliebt das wieder. Dann war es nicht mehr lustig gewesen mit mir. Eigentlich müsste ich mir trotzdem helfen gehen. Aber stell dich davor. Jetzt überlebt. Aber wenn Victor das gut macht, bekommt er Kill. Oder er macht es nicht gut. Aber wir können eigentlich Drake anfangen. Ich brauch den Leute. Okay. Macht mehr Sinn, mir den Red zu geben im Moment noch. Und die Dolphin. Dolphin hier aufs Übelste. Und die ist tot. Ah. Schade. Weil sie nicht mitgefallen hat. Komm, hilf mir, Junge.
Schade. Schade, nämlich, dass er nicht mitgelaufen ist. Zweiter Kill. Nice. Das ist sehr nice, dass er den Kill auch noch bekommen hat. Alter, wenn ich sage, ich habe keinen Smite, dann habe ich keinen Smite. Das ist halt auch ein Fehler, die viele machen. Entweder das Team callt den Drake, aber nur dann, wenn sie auch hundertprozentig sicher sind, dass sie den bekommen. Das ist sowas von tot. Danke, Lidona. Okay, jetzt können wir Drake machen, weil der gegnerische Jungle tot ist. Aber jetzt call ich den Drake auch. Und das ist ganz wichtig, das müsst ihr euch merken. Den Drake callt immer den Jungler. Nee, der Jungler callt immer den Drake. Weil der Jungler weiß, wann er Smite up hat. Und wenn er kein Smite up hat, dann wird auch kein Drake gemacht. Und die Leona geht einfach zu lieb. Vertraut auf euren Instinkt. Ja, es war knapp. Mal kurz hier die Minion Wave ein bisschen pushen. Keine Gnade. Ja, die sollten dort weg, glaube ich. Also die rechnen nicht damit, dass ich noch hier bin. Kann natürlich auch sein. Ja, die rechnen nicht damit, dass ich noch hier bin. Nice. Oh, oh, oh. Kommst du noch ran? Bitte, in die Klinge. Okay, jetzt in die Klinge. Schade. Ja, ich muss back. Ich habe lange nicht mehr gejungelt. Ich glaube, mein ganzer Jungle ist fast schon ab. Aber Blue Buff ist sicher ab. Was hole ich mir? Entweder ich gehe auf ED und habe weniger Cooldown. Aber ich glaube, ich gehe auf Leben. Und hol mir dann noch ein Blade of the Rune King. Glaube ich, dass es mehr war. Oh, der Nase ist. Ah, knappe Sache. Aber es läuft langsam. Ich habe 6 Kills. Fand ich ziemlich nice. Wenn ich da irgendwie rankomme. Jetzt oben durch. Haben sie nicht so viel Wäsche. Und ich stirb. Ist sowas von tot. Oder nicht? Oh, das ist wohl nicht gut. Und das war gar nicht gut. Sehe ich auch nicht, wieso sie das gemacht haben. Dann habe ich. Alter. Bin ich immer die geilsten. Ich kill und hilf. Also ich hab 5 Assists, hab echt 8 Kills. Hab Toplane einen Kill gegeben, hab Botlane Kills gegeben. Hab Cutter eigentlich am Anfang vom Game, vom Spiel aus dem Game genommen. Ich kann auch zum Beispiel auch nichts dafür, dass die Leona wieder irgendwie hier im
nichts herumsteht. Aber wirklich gar nichts. Und keine Ahnung. Was war der Sinn davon, da vorne beim Blue zu stehen? Natürlich will sie den Blue stehen, aber bloß gibt es den Kill-Up. Weil in 2 wird das schwer dort. Also 2 wird das echt schwer dort. Und da kommt nämlich ein Cutter und drapet alle weg. Das war so das hat man so gesehen, dass das passiert. Ich kann da nicht mal was tun. Kann echt nichts tun. Schlussendlich hätte ich mir nicht noch gegrabt. Hat doch nicht getroffen. Ah, ich glaube. Warte. Warte zu dem Busch. Warte, das hat. Sehr schön. Wenigstens haben wir den T2-Turm auch noch bekommen, Top Lane. Das ist sehr gut. Drake ist um 50 Sekunden ab. Keine Gnade. Ich muss aber noch ein bisschen Tank hier bauen. Dann läuft das, glaube ich, ziemlich gut. Mal wischen. Sehr wichtig. Was steht eine Void beim Drake? Okay, das steht uns sicher noch dem Imp hier nicht mehr. Ich nehme jetzt die Ward. Na, ja, easy going. Hm. Hey, tut. Ward hat er sicher keine. Das ist halt bad, sie wird wieder gecatcht. Und das ist ein Free Drake, den sie jetzt abgibt. Das war der Free Drake. Den Leona abgegeben hat, weil sie gecatcht wurde. Ansonsten hätten wir den gut fighten können. Aber gegrabt und. Oh, dann. Wir nehmen den Teamfight wieder. Keine Ahnung, wie wir den Team verfehlen können. Eigentlich, weil wir echt die beste Teamkombo haben. Aber das war eine gute Victor. Halt. Hier geht wieder Hem. Nice. Das wäre gut gemacht von ihm. Ja. Ich kaufe jetzt noch das und hole mir Homeguard. Aber weil es, glaube ich, mehr wert ist. Ich kann jetzt hier Full Speed laufen. Rennen. Ja. Da steht nämlich ein Cutter. Okay. Da steht ein Marker. Ich kann gar nicht einen killen. Nee, kann man nicht. Und ja, Alter. Aber ich komme. Lauter gut gucken. Das war der Ghost. 6. Katharina noch abgerissen. Nur dir. Oh Gott.
Die haben mich overextended hart. Das war ja gut. Ist okay. Jetzt können wir nicht mit der pushen. Eigentlich können wir jetzt mit der pushen. Ich split pushe Botlane. Ich werde jetzt Botlane split pushen. Oh, okay. Und weg. Und der weg. Mal schauen. Ja, er kommt weg. Kurz die Krabbe hier machen. Ich glaube, 101 kann ich echt jeden. Vielleicht sogar 2 vs 1. Keine Ahnung. Vielleicht schaffe ich es auch mit 2 vs 1 gegen die meisten. Das ist halt richtig nice. Ich hau dir die Türme weg. Kein Problem. Schön weglaufen. Ja, sehr nice Split pushen. Eins Tower geholt. Ich fahre jetzt noch bis Blade of the Rune King. Wird dann wieder backgehen. Und Tanky Baum. Magic Resistance. Ohne Ende. Kampf gegen Katarina halt sehr wichtig und gegen Narsus und Maokai. Wobei Narsus glaube ich auch True Damage macht. Und mich nicht irre. Das wird da nicht allzu lustig hier. Und von Maokai. Ich komme nicht nach. Ist zu schnell. Schlichtweg zu schnell. Keine Gnade. Das ist halt das Mühsame mit dir. Ich sehe das, ich renne einfach jedem nach wie so ein dummer Hund. Oh, das... Oh, shit. Oh, das ist so übel. Weil Kappa einfach so einen harten Damage macht. Sie steht zwar 6-7, aber die macht so einen übelst harten Damage. Und uns fehlt uns irgendwie den Damage. Also völlig. Was macht Riven? Alter, sie lässt den Turm völlig fallen. GG. What the heck? Na, komm nicht weg. Ja. Und das war ein 4 gegen 5, das ist das Problem. Ich glaube, das Problem ist, Riven ist einfach ziemlich useless. Leona ist zu oft einfach gekillt worden. Einfach irgendwo gegrabt worden. Graves stirbt jetzt wahrscheinlich auch nochmal. Nee. Das war gut gespielt. Aber sie erlässt Leona den Kill. Wieder einmal. Okay. Nice. Ja, das können wir nicht machen. Ich glaube, das wird ein ziemlich harter Spieler auch.
Aber man hat keine Vision. Das ist ein bisschen das Problem. Alter. Nein, ich komme nicht weg. Wir hätten nicht gehen sollen. Respektive, wir hätten als Team vom 5 gehen sollen. Dann hätten wir was machen können. Aber so. Ich laufe alleine rein, versuchen was zu machen und sterb dabei. Wo Riven und Victor waren, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nicht dort, wo sie eigentlich sein sollten. Und die Maokai-Ulti ist einfach halt so stark, weil die einfach, die macht so, sie lockt so viel Damage ab. Echt ziemlich übel für uns. Ziemlich übel für uns aus. Ja. Also, Ryan könnte sich ja nicht machen. Wenn ich jetzt Ryan jetzt auch noch getan. Komm, nimm ihn. Ich verstehe es nicht. Nasus war nicht so ein easy Champ im Countdown. Eigentlich sollte der gar nichts machen können. Eigentlich sollte er echt sowas von gar nichts machen können. Und wir verlieren vor allem wegen Nasus. Katrina auch ein bisschen. Aber vor allem wegen Nasus verlieren wir dieses Game. Das ist eigentlich so stupid. Und ich meine, gut, 498 Stacks. Aber dennoch, eigentlich könnten wir den easy kiten. Mit einem Victor, mit einem Graves sollte man den easy kiten können und killen. Wird dann nicht gar kein Problem sein und wir müssen gegen den so hart. Ich komme einfach nicht weg. Ich komme einfach nicht weg, das ist so stupid. Das ist einfach so ein bisschen stupid. Ah, Graves läuft. Ja, ich. Ah, das ist. Das war das Game. Wir haben halt auch Überwort. Katharina bestes unser ganzes Team weg. Damit wir irgendwas machen können. Ja. Klar. Ja. Tja, dann nicht. Das war das Spiel. Schade eigentlich. Ich dachte echt, wir gewinnen das. Hat eigentlich lange Zeit gut ausgesehen. Hat echt lange Zeit gut ausgesehen. Dann einfach verloren. Gut, man muss sagen, Victor war okay. Leona 4-9. Die waren einfach an. Die drei waren einfach an Stellen, da dürfen die nicht stehen. Eine Riven, die halt full Rüstung baut gegen den Nasus, bei dem das halt wirklich gar nichts bringt. Bei dem nützt eigentlich quasi nur noch Leben was. Und naja. 20k Damage. Ganz okay. Einfach. Die haben im Overall haben die viel mehr Damage als wir. Viel tankier. Wenn die haben einen Maokai, die haben einen Nasus, die einfach ultra tanky sind. Und da können wir eigentlich nichts machen. Und die waren halt schön tanky gegen mich. Und dann bin ich auch ziemlich useless. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Runde Ranked.